Hallo und herzlich willkommen zurück hier zur Doppelhaus-Challenge in die Sims 4. Neue Woche, neues Glück. Ich hoffe, Mira überlebt die sogar vielleicht noch. Wir stehen jetzt hier Sonntag um 8. Ich habe alle aus dem Bett geschmissen. Ich wollte die unbedingt hier hingestellt haben. So gebaut habe ich eigentlich nichts. Da steht jetzt ja Woche 5 an, ne? Also, ja. Wir schauen mal, wie weit wir hier kommen, ne, was wir alles hier noch jetzt machen wollen. Ich möchte auf jeden Fall in der Karriere aufsteigen, möchte, dass meine Kinder vernünftig sind. Ich stinke ein bisschen und bin ein bisschen ausgesaugt von dem Mann hier. Wir bitten den jetzt auch einfach mal zu gehen. Ich finde es wirklich nett, dass er hier ist. Aber ich will ihn nicht hier haben, die ganze Zeit. So, wir brauchen noch ein Level Programmierfähigkeit und Videospielfähigkeit. Aber erstmal, ich glaube, sie kann erstmal duschen gehen. Bist du eine nachdenkliche? Nein, du gehst einfach nur duschen. So, wie ist es mit dir? Ja, gehst du auch noch mal schlafen? Ja, du gehst jetzt einfach noch mal schlafen. So. Und das Mädel geht auch noch mal schlafen. Dann passt das alles. Alle sind glücklich, alle gehen schlafen. Okay, sie geht duschen, aber hey. So, ich habe ja schon extra eingestellt, dass wir hier unsere Eingangstür haben, so. Und dass bei dir was alles zu ist. Vor allem diese Hundeklappe. So, die arme Mira. Macht die da? Oh, unser süßes Vampirbaby. Oh. So, bis der mal oben ist, ist er müde und dann passt das. Habe ich mir so gedacht. Oh. Ja, das Unwohle wird uns jetzt auch nicht helfen. Ich mache noch mal automatische Lichter. Jetzt werden wir diesen Typen schon wieder nicht los, ne? Sag mal, freundlich. Dieser Typ ist einfach hier Aktion. Gemein. Ich will ihn nicht. Nein, aber warum ist er die ganze Zeit hier? Okay, jetzt macht er halt wieder den Abwasch. Das ist auch schön und so, aber. Oder lässt das da jetzt stehen? Ja, der Typ ist, keine Ahnung, der ist ein bisschen komisch. Ich wollte eigentlich nur ein Vampirbaby haben und dann mich nicht ständig mit so einem Typen rumärgern müssen, der einfach weiterhin in unserer Wohnung rumgeistert, ja. Oh, bist du mal fertig mit Duschen? Ey, meine Güte, wie lange bleibt das noch? 12 Stunden. Was zur Hölle? Okay, ja, auf Toilette kann sie noch mal gehen. Willst du dich nicht anziehen? Hallo? Nee, will ich nicht. Ich gucke extra weg. Ich weiß nicht. Also neuerdings ist das Spiel immer ein bisschen verbuggt, finde ich. Sie zieht sich nicht an. Er steht hier im Zimmer. Geht schon gut los, ey. So. Ich bin schon mal resettet. Und den Typen müssen wir auch mal resetten hier, glaube ich. Gehst du jetzt bitte einfach auf Toilette? Ich weiß echt nicht, was falsch mit diesem Spiel ist, ne? Dass das hier alles nicht funktioniert. Dann geh halt nicht auf Toilette, ist auch okay. Dann lass es halt einfach. Weißt du was? Wir gehen jetzt einfach mal schlafen nochmal. Das kannst du doch bestimmt machen, oder? Dieser Typ hier nervt, Alter. Okay. Reset Sim. Leander. Dragul. Okay, wir besuchen den jetzt nochmal. So, unsere Kinder und alles lassen wir hier. Das ist kein Problem.
Aber ich möchte jetzt mal gucken, ob das Grundstück dadurch irgendwie zurückgesetzt wird oder so. Es kann ja nicht sein, dass dieser Typ da rumsteht, dass wir nichts mehr machen können, außer rumstehen. Sind schwierig, ne? Ja. Wenn unsere Mira gestorben ist, möchte ich neue Kätzchen einziehen lassen. Danik wurde zur Tagespflege geschickt. An Tür klopfen. Ich weiß, es ist keiner da, ne? Es scheint niemand zu Hause zu sein. Was für ein Wunder. Dann gehen wir mal nach Hause. Bitte lass diesen Typen jetzt weg sein. Bitte tu mir einfach den Gefallen, bitte. Ach, hier ist ja die Süße. Die wollten wir ja für uns gewinnen, aber sie wollte das nicht. Und diesen einen süßen Hund wollten wir auch adoptieren, aber er wollte das nicht. Ich finde immer blöd, dass diese Grundstücke neu geladen werden müssen. Das hätten sie echt, zumindest das dann in diesem kleinen Stadtteil, wo man jetzt ist, dass man da zumindest, ich sag mal, sich in der Open World bewegen kann. Von Grundstück zu Grundstück. Das wäre halt schon echt geil. So. Hier ist einmal die Katze. Die streicheln wir. Dann loben wir die Katze und kratzen der Katze an der Lieblingsstelle. Warum ist er traurig? Albtraum. Oh nein. Okay, stopp, 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 stopp. Geh doch mal dein Kind trösten. Immerhin weint der gerade bitterlich. Ich lass die Katze mal in Ruhe. Du willst auch nicht mit Puppen spielen. Also wahrscheinlich willst du das schon, aber du willst es. Sag mal, dieser Typ, ne, der schläft hier einfach in unserer Badewanne. Ich komme hier auf den nicht klar, ne? Aufwecken. Hallo. Digga, steh auf. Geh einfach. Ja, einfach in unsere Badewanne rein, ey. Ja, du brauchst dich schon mal nicht schämen, meine Liebe. Wie werde ich den Typen wieder los? Das gibt's ja nicht. Ich kann hier nicht verabschieden oder sowas machen. Lustig? Nein. Unfug auch nicht. Gemein. Gruppen. Aktion. Dieser Typ regt mich auf, ne? Wie werden wir den jetzt wieder los? Das ist jetzt eine gute Frage hier. Ich bin ja in Versuchung, den einfach wegzumachen, also ihn wegziehen zu lassen. So, gehst du jetzt zu deinem Kind und tröstest es? Ich wäre dir wirklich sehr verbunden. So, du gehst mal auf die Toilette. Dann nimmst du mal eine erfrischende Dusche. Und du musst nämlich noch Level 5 der Motorikfähigkeit erreichen. Das heißt, du wirst Tippen üben. Hausaufgaben hast du ja schon erledigt, ne? Sie kann Zusatzaufgaben machen. Unser kleines Streberkind, warum hat er eine Drachenfrucht im Inventar? Ich sag dazu nichts. So, wir züchten erstmal Frösche. So, dann verkaufen wir das mal. Jetzt verbringe ich ja schon wieder ewig viel Zeiten an einem Sonntag im Spiel, dass wir das hier mal wieder hingekriegt haben. Tag verschönern. Dann kannst du mit deinem Kind ja mal spielen. Und dann kannst du Danik im Schaumbad baden. Dann müsste deine Tochter auch mit der. Dieser Typ, ne? Will ja nichts sagen. Boah, warte, wie kriegen wir den jetzt weg hier? Bitten nur Freunde zu sein. Nein, das will ich ja eigentlich gar nicht. Ja, mit Sieg über Currywettessen. Ja, das ist vielleicht keine so gute Idee.
Ich habe ja kein Problem damit, wenn der bei uns ist. Junge, jetzt geh doch nicht einfach in unser Bad. Hallo, ich möchte da nicht gleich baden. Dieser Mann ist ein Problem. Warte mal. Wir starten mal die Versammlung. Dann kommt nämlich der andere Papa vielleicht auch gleich. Weiß nicht, Joaquin ist, glaube ich, noch nicht unterwegs, oder? Verschönern. So, wie sieht's denn hier bei dir aus? Bewegung, okay, denken. Das heißt, du fängst mal an zu formen. Du bist müde, ja. Du gehst erstmal auf Toilette und nachdenklich duschen. Weil du musst nämlich auch so ein paar Fähigkeiten aufbauen. Jetzt haben wir natürlich nur den einen PC, ne? Aber wir haben hier unten, glaube ich. Ach, wir haben gar keine Videospielkonsole, ne? Oh, das ist alles ein Problem hier. So, jetzt lasse ich die Versammlung gleich mal enden. Das heißt, jetzt werden die Gruppenmitglieder ja gehen, ne? Typ, geh. Wir werden den Typen nicht los. Warum macht der Sit-ups, wenn wir auf Toilette sind? Warum? Liebevoll umarmen. Willst du mich verarschen? Was macht der denn jetzt? Jetzt extra runter und hoch gegangen. Ich verstehe den nicht, ne? Ich habe erfahren, dass er arbeitslos ist. Wir haben ein Kind zusammen. Aber ich erfahre das erst jetzt. Von Herzen kommendes Kompliment. Vampir-Lebensstil loben. Das ist immer sehr nett. Tag verschönern. Kompliment. Ich wollte jetzt nicht noch ein Baby mit ihm machen. Beziehungstipps geben. Wir können hier gar nichts mit dem machen, ey. Wie werde ich den jetzt wieder los? Gar nicht, ist auch gut. Okay, sie hat Hunger. Das heißt. Halt, stopp, halt, stopp. Hol dir mal davon ein Gericht und dann kannst du hier nämlich, glaube ich, schon aufräumen. So, die Blumen stinken hier ein bisschen. Ist aber kein Problem. So, wir werden das danach nämlich ernten, bewässern. So, wie ist bei dir? Bitte geh einfach, ja? Musst du nicht nach Hause oder so? Ich werde den Mann nicht los. Das ist echt in der Tat ein Problem. Oh, ich habe eine Idee. Wir können uns ja mit ihm verabreden, irgendwie in einer Bar und dann ist er vielleicht nicht mehr hier. Das wäre eine Idee. Das können wir mal ausprobieren. So, Spaß ist gleich null. Das heißt, du darfst Videospiele spielen. Sims Forever. Sie wird gleich zur kleinen Zockerin erzogen. Das machen wir nämlich alles richtig hier. Was stimmt denn nicht? Okay, geh mal aufs Töpfchen. Naja, immerhin redet der Papa mit dem Kind, ne? Das ist ja schon mal keine schlechte Voraussetzung. Genau. Dann gieß mal die Blümchen. Die verwelkte Pflanze kannst du entsorgen. Mit denen hier. Die werden einfach wieder okay, wenn wir sie gegossen haben. Das ist gut. Diese Katze hier ist so süß. Ich wollte dann zwei Bengal-Katzen, also die dann auch schon erwachsen sind, holen. Wir haben 47 im Inventar, das ist echt geil. So, wir pflanzen die mal. Oh. Du bist ja auf dem Töpfchen, aber du hast auch Hunger. Ja, die Frage ist jetzt, ob er das bis hier unten schafft, ne? Aber das wird er bestimmt schon hinbekommen. Dann darfst du dir eine Portion nehmen und danach schlafen gehen. Mal gut, dass unser Kind unabhängig und selbstständig ist und wir uns da fast nicht drum kümmern müssen. Ich hatte in Liv aus seinem Let's Play vorhin gehört. Ach ja, ich wollte nur mal klarstellen, ich würde mich in echt nie so verhalten. Das war so richtig geil, ne? Also das gilt ja für mich natürlich auch, ne? Ich finde das halt so witzig, so. So, wir entwickeln ja alles weiter. So. Ich
bin mal so dreist und werde die bei Livos jetzt auch pflanzen. Und wenn er die nicht haben möchte, kann er sie wegmachen. Weil das hier ist immer eine richtig gute Quelle, um Geld zu machen. So, dann pflanzt das mal. Ich finde interessant, dass hier eine größer ist und eine nicht so. Mein Gott, ja, entspann dich doch. So, Danek, was hast du? Du bist ganz doll müde, das kann ich verstehen. Er hat sich hier auf den Boden gekniet. Das ist, ja, das macht man heutzutage so. Sie spielt noch Videospiele. Okay, dann machst du jetzt doch mal Zusatzaufgaben, weil du ja unser Streberkind bist. Boxt der hier schon wieder, ne? Dieser Typ. Oh, die Katze! Wir ignorieren die voll im Moment, aber es ist kein Problem. Das wird sie uns bestimmt nicht ganz so übel nehmen, die Katze. So, dann darf es so... Da ist. Dann darf unsere Tochter hier nochmal alles verwenden und so. Ich finde gut, dass sie auch in ihr Zimmer geht, um Hausaufgaben zu machen. Oh, 15 Minuten bis verdorben. Das ist jetzt natürlich blöd. So, wir müssen mal wieder neue Sachen kochen. Oh, das sieht gut aus. Ich fühle mich zu unwohl. Aya kann jetzt Rechenspiele spielen am Computer. Das ist sehr schön. Das macht sie bestimmt total gerne. So, ich werde erstmal Service engagieren. Und zwar zweimal. Nämlich einmal einen regelmäßigen Haushaltsservice und einen regelmäßigen Gartenservice. Weil sonst wird das hier nicht lange anhalten, vermute ich mal. So, regelmäßiger Gartenservice. Und ein regelmäßiger Reinigungsservice da. Haushaltshilfe. Okay, der Gärtner kommt schon mal Montag. Das ist gut. Ich bin so müde. Ich werde die Katze noch einmal streicheln. Ach so. Die hat bestimmt Hunger, die Katze, ne? Ja. Dann werden wir der Katze doch mal hier was zu essen reintun. So, die Haushaltshilfe kommt morgen auch. Das ist sehr schön. So, und wir müssen diesen Typen loswerden, ne? Egal, wir gehen jetzt schlafen. So, wie sieht's mit dir aus? Du bist noch fleißig dabei? Sie lacht, wenn sie Zusatzaufgaben macht. Ja, das wäre mir nie in den Sinn gekommen. So, Aya hat ihre Zusatzaufgaben erledigt. Zweimal. Wir verkaufen einmal, weil sicher ist sicher. Das ist die Abschrift gewesen für ihren Klassenkameraden, denen wir jetzt doch nicht den Klassenkameraden geben. Achso, wir wollten ja die restlichen Pythahayas verkaufen. Und nochmal Frösche züchten. So, weil ich möchte nämlich noch einmal Miete so im Petto haben. Da müssen wir ja ein bisschen drauf achten. Und dann so, ich sag mal, Ende des Let's Plays können wir wieder ein bisschen umbauen. Weil ich möchte hier auch die Sanitäranlagen ein bisschen anpassen und so. So, sie geht jetzt noch essen. Sie ist glücklich. Die gute alte Zeit. Weil sie eine gute Kleinkindzeit hatte. Das ist schon mal gut. Dass wir diesen einen Typen da nicht loswerden, ne? Das ist eine Katastrophe. Oh, unsere Tochter möchte auch mal wieder mit jemandem reden. Nimm doch die Katze. Umarmen. Ich meine, wir haben wirklich eine schlaue Katze, deswegen können wir auch mit ihr eine intellektuelle Diskussion führen. Jetzt sag nicht, dass die verbuggt ist. Das ist 100 Pro nicht so vom Spiel gedacht, Leute. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so sein soll. Also süß ist es schon, ne? Die Katze ist glücklich, alles ist gut. Hey. Ja, schön, EA. Habt ihr echt toll gemacht. Ach, sie kriegt damit. Okay, dann gehen wir streicheln und die Liebe spüren von der Katze.
Dass diese Katze auch keinen Anfall bekommt. Dass die hier begrabbelt wird von dem Kind. So, aber. Was macht hier komische Geräusche? Er hier. Wir müssen den Typen loswerden, ich sag's euch. Ich weiß aber nicht wie. Freundlich. Ja, ich gehe doch jetzt nicht zu den Ruinen. Wobei, dann hätte ich den Typen gleich mitnehmen können. Also ich finde es wirklich toll, ne, dass der Papa so sehr nah an dem Sohn dran ist, aber das ist mir too much, was der hier macht. So langsam kriege ich zu Hunger. Und wir können aber wieder einen Frosch züchten. Bewässern. So, wir stehen jetzt auf nachts um 3, um die Blumen zu bewässern. Ich finde, das ist komplett normal. Das ist heutzutage Alltag. Jetzt sieht die schon wieder so aus. Wobei jetzt können wir es versuchen, diesen Typen loszuwerden. So, warte mal, hat sich Mira hier erleichtert? Nee, das ist nur der Schatten. Irgendjemand schnarcht hier. So. Blumen werden fertig gemacht. Blumen werden gemacht, ja. So. Reisen mit dem Typen. Und mir scheißegal, wo wir hinfahren. Hauptsache, warte, wir treffen uns an seinem Haus. Leander wird dann dort sein, kommt jetzt bestimmt. Ich hoffe es. Weil ich will diesen Typen hier loswerden, ja. Ich will jetzt mal ausprobieren, ob da dann steht, wenn wir da jetzt klopfen, es ist niemand zu Hause. Dabei ist es ja sein Zuhause. Danik wurde zur Tagespflege geschickt. Okay, jetzt ist er ja wieder hier. Okay, mein Schatz, du kriegst Elternteil aufmuntern. Techtelmechteltechniken kritisieren. Moment. Ich will mit ihm mal ein Foto machen. Halt, stopp, halt, stopp. Foto machen mit Leander. Oh, halt, stopp, halt, stopp. Du ziehst dich bitte vorher richtig an. Outfit ändern. Das hier. Hat er denn ein schönes Wohnzimmer, wo wir was machen können? Okay, wir können uns zumindest hier irgendwie hinsetzen. Zusammensitzen. Setzt euch da bitte hin. So, und jetzt machen wir mal ein Foto für unseren Sohn. Okay. Maylene. Ey, das ist voll cool, oder? Mama und Papa. Geil. Haben wir doch ein schönes Foto für unser Kind. Okay, nach Vampirgeschichte fragen? Nein. Wir machen jetzt noch ein Techtelmechtel mit Leander. Dann züchten wir noch mal einen Frosch. Und jetzt sind wir den hoffentlich losgeworden. Wir können mit dem Typen ein Foto machen. Ich kenne den nicht mal. Das halt, stopp, das dulden wir hier nicht. Outfit ändern.
Vielleicht ziehen wir ein Kleid an und machen noch mal ein Foto. Moment. So. Ah, das sieht doch fast schöner aus. Ihr seht zwar nackt aus, aber hey. So. Machen wir das halt so. Die Auge oder das Auge sieht ein bisschen behindert aus, aber ist ja kein Problem. So. Da darfst du ja nochmal Komplimente machen, Tag verschönern, schmeicheln, Zuneigung ausdrücken. Okay, und jetzt fährst du bitte nach Hause, weil du musst ja auch noch ein bisschen was machen hier, ne? Und zwar müssen wir noch ein bisschen Videospiele spielen und programmieren. Sonst wird das hier nichts mit der Karriere. Wir sind jetzt ja Level 6 mittlerweile. Soweit ich weiß. Ja, genau. Vielleicht sollten wir uns einen Urlaubstag nehmen. Das könnte schlau sein. Um hier mal alles aufzubessern. Was wir auch machen können, erstmal arbeiten gehen. Dann einen Tag frei nehmen, alles hochleveln. Ja, mach schneller, komm. Also einen Tag frei nehmen, alles also erstmal arbeiten, damit die Leistungsanzeige steigt. Dann alles hochleveln. Also dafür dann einen Tag frei nehmen. Ja, das machen wir so, das ist, glaube ich, besser. So, nach dieser Folge werde ich aber vielleicht mal schnell die beiden neuen Katzen. Danik ist von der Tagespflege zurück. Das ist doch schön. So, Aya muss jetzt eh zur Schule. Lass aber nochmal das Klo verwenden. Und du machst nicht auf dem Boden ein Nickerchen, sondern ziehst dich erstmal an. Wie weit bist du denn? Er muss noch denken lernen. Ja, und den ganzen anderen Rest. Aber denken ist erstmal das Wichtigste. So, ich werde meine Katze einmal umarmen. Weil ich bin ja auch kinderlieb, wollte ich sagen. Also kinderlieb bin ich auch, ja, aber ich meine tierlieb. Frühstück servieren, arme Ritter. Ich muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Ja, wir kriegen das hin, nochmal schnell arme Ritter zu machen. So, Danik macht hier noch fleißig seine Bauklötze. Dann muss er noch Fantasie, Kommunikation und Töpfchen. Ja, Töpfchen ergibt sich ja so oder so. Fantasie und Kommunikation kriegen wir auch noch hin. Wir stehen im Hochzeitskleid hier gefühlt, im schwarzen Hochzeitskleid, in der Küche und machen Essen. So, das habe ich jetzt mal geändert. Ist nur so eine Idee, dass das sinnvoll sein könnte. So, du darfst fleißig... Das war jetzt ja nicht sehr professionell, ne? So, du hörst schon mal auf damit, kommst runter. Oh, jetzt geht das schon wieder los, egal. Nimm dir ein Gericht. So. Bis Danik da ist, hat sie aufgegessen und wir gehen zur Arbeit und ja. Okay, der Gärtner hat heute nichts nötig hier, wie er sagt. Wir haben hier Katzen. Ach, unsere Katze, die sich hier an Exos Spielparadies erfreut. Unsere liebe Mira, unsere Seniorkatze. Der Direktor stattet der Klasse von Aya heute einen Besuch ab. Alle sollen sich korrekt verhalten und den Unterricht nicht stören. Leider hat das Kind hinter Aya sich entschieden, sie mit irgendwas zu beschießen. Soll sie das Kind ignorieren oder es bitten, damit aufzuhören? Wir ignorieren es mal. So, Aya heftet die Augen pflichtbewusst auf die Tafel und hofft, dass das Kind bald aufhört. Stattdessen feuert das Kind ein Papierkügelchen so fest ab, Moment, dass es vor den Füßen der Lehrerin landet. Ja, oder auch nicht. So, wir schicken ihn zur Tagespflege. Ausnahmsweise gerät einmal jemand anderes in Schwierigkeiten und Aya macht ein unschuldiges und konzentriertes Gesicht. Ja, das funktioniert gut. Warum? Ach, jetzt ist er zur Tagespflege, okay. So, wir arbeiten erstmal fleißig. Wir sind noch ein bisschen berauscht von unserem Techtelmechtel gewesen. Jetzt steht das Kind hier schon wieder rum.
heutige Post wurde zugestellt. Was für eine Rechnung kriegen wir? Gar nichts. Okay. Ups. Ja, wenn wir nicht auf Play drücken, dann kommt auch nichts, ne? So, Rechnung 5593. Ach du Scheiße. Okay, es war halt echt keine gute Idee, so fett Rechnungen. Fetthaus für Rechnungen zu bauen. Ich kann heute schon nicht mehr richtig sprechen, Leute, ne? So. Ich pausiere jetzt aber erstmal. Das bietet sich nämlich hier gerade an, jetzt wo alle weg und zur Arbeit sind und so. Ich sage dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.